Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder beim kleinen Blick in meine Sammlung. Das ist Atari 2600. Das ist ein 2-Pack Special. Ihr seht schon mit Cave'n Blaster und City War. Das ist Solaris, ein richtig guter Shooter. Ein wirklich echt richtig gutes Game für Atari-Verhältnisse. Da ist Motocross. Ihr seht eins der großartigen Quelle-Module. Ja. Quelle weiß, was Qualität ist. Ne, wissen sie eigentlich nicht, aber was willst du machen? Seesaw. Ja, das ist auch so einer dieser Klone in Taiwan sozusagen hergestellt. In Deutschland hier von Versandhäusern vertrieben. Basic Math muss ich euch auch nochmal irgendwann zeigen. Ja, es gibt tatsächlich auch Mathematik für den Atari 2600. Richtig, war ein Verkaufsschlager, denke ich. MyGolf, seht ihr, ist ein relativ später Titel. Dadurch ist dieses Modul auch pures Plastik. Aber dafür ging es eigentlich. Also die späteren Titel kennt dann auch keiner mehr. Das ist Fatal Run. Die Atari 7800 der Version ist richtig gut. Die 2.6er, lassen wir es mal. Da ist das ominöse Pac-Man, wo es ja bekanntermaßen mehr Module als Konsolen damals gab, was natürlich extrem sinnfrei war. Schweineweltall, wer kennt es noch? Die Muppets, ja, es gab tatsächlich auch eine Muppets-Linie auf dem Atari 2600 und das ist eins von den Modulen. Das ist Circus Atari, richtig gut. Erinnert euch, das sind die beiden, die dann auf so eine Wippe springen und dann versuchen wir dann Maze Craze. Ist so ein Labyrinth-Spiel, ja. Ist aber auch für damalige Verhältnisse ganz okay. Kann man überleben. Roadrunner ist eine richtig gute Version auf dem Atari 2600. Ist richtig schön geworden. Seht auch immer die unterschiedlichen Label hier. Space War. Ich glaube, das ist eins der allerersten Atari 2600 Module. Ist auch eher ein bisschen... Da Galaxian ist auch eine richtig gute Version auf dem Atari 2600 geworden. Schöner Shooter. Kann man echt nicht... Pelé-Zocker, ja... Ist so ein Hassding, das Fußballding. Es gibt Leute, die finden den großartig, es gibt finden den Käse. Das ist Surround. Das kennen vielleicht Leute, die noch das alte Nokia 3310 haben als Snake. Ja, das ist es. Und Missile Command ist großartig. Es gibt übrigens auch, das seht ihr auch, manchmal die Module mit Picture Label und einfach nur mit Text Label. Picture Label sehen natürlich ein bisschen cooler aus. Super Breakout, das ist, glaube ich, der Breakout-Titel, an dem auch Steve Jobs mitgearbeitet hat. Ist halt... Breakout in ein bisschen besser. Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Ich habe dieses Spiel nicht verstanden. Ich glaube auch, das ist das Game, was man mit zwei Controllern zocken muss. Und sonst braucht man es, glaube ich, auch nicht. Jungle Hunt. Großartiges Arcade-Game. Richtig geil. Also macht richtig Laune und ist richtig, richtig gut. Return of the Jedi. Death Star Battle ist das, glaube ich. Ne? Ist gar nicht so schlecht. Ich finde den okay. Also... Gibt es auch wieder Glaubenskampf, aber ich finde ihn ganz gut. Super Cobra ist ein absoluter Arcade-Klassiker und da braucht man sich auch nicht zu beschweren, das ist auch richtig, richtig gut. Ja, Strawberry Shortcake, Emily Erdbeer. Es ist ein Emily Erdbeer-Game. Was denkt ihr wohl? Combat, absoluter Klassiker, ja. Otello, ja, oder Reversi oder Go oder wie auch immer man das alles nennen mag. Ja, sowas gab es auch für den Atari 2600. Wir gehen jetzt mal in eine zweite Box. Ich habe jetzt einfach mal drei Boxen sozusagen einfach mal für dieses Video zusammengefasst, damit wir da auch ein bisschen Content haben. So, machen wir nochmal den Wischer und jetzt kommt das Word Zapper. Ihr seht schon, muss ich euch mal zeigen, ist eher ein bisschen ganz komisch. Ja, Firefighter ist sicherlich eins der schwächeren Imagic-Module. Es gibt ja richtig gute Imagic-Games und Firefighter ist nicht unbedingt. Nicht wirklich. Also, das ist nicht. Jawbreaker ist richtig nett. Ich glaube, gibt es auch nur auf dem C64 und Atari 2600. Ich glaube, mehr Versionen gibt es davon, glaube ich, gar nicht. Und ist halt, wenn man so will, ein Pac-Man-Klon, aber ein richtig guter. Das ist Summer Games. Tatsächlich für den Atari 2600. Ihr seht, mit 7 Disziplinen. Cosmic Arc.
eins für mich der stärksten Games, die es auf dem Atari 2600 gibt. Großartiges Ding. Jar's Revenge, da sind wir auch dabei. Top, top, top. Ja. Großartiges Ding. RC Battle ist sozusagen eigentlich, wenn man so will, soll ich sagen, der Nachfolger zu Combat. Kann man auch mal leben. Moonsweeper von Imagic. Ja. Kann man machen. Kung Fu Sidekicks. Ja. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch das, was als Chuck Norris Super Kicks, glaube ich, bekannt ist. Es ist, ja, so ein Guilty Pleasure, sagen wir mal so. Da ist Asterix. Auch das ist eher ein sehr eigenwilliges Game. Aber nun ja, das ist beim Atari 2600 jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es das gibt. Adventure ist ein Klassiker. Ist ein wirklich richtig gutes Game. Da ist RC Battle, seht ihr, einmal sozusagen Picture Label, einmal Text Label. Da sieht man auch die ganzen Optionen, die es hat. So haben die das auch gemacht mit den Einstellungen und dann haben die auch verschiedene Sachen dabei. Championship Soccer ist das, was auch Pelé Soccer ist. Also die haben auch gerne Sachen unter mehreren Titeln ausgemacht. Dick Duck. Ja, es ist eine Version, die auf dem Atari 2600 läuft. Ob das jetzt unbedingt Arcade Perfect ist, natürlich überhaupt nicht, aber das ist okay. Real Sports Football, sicherlich in unseren Gefilden wahrscheinlich das unpopulärste Real Sports, aber nun ja. Crystal Castles ist ein nettes Arcade-Game. Die Atari 2600-Version ist okay, ist aber jetzt auch nicht sensationell. Joust hingegen ist richtig nett geworden. Das geht völlig in Ordnung. Da ist Gashawk sozusagen das Original. Ja, ich glaube bei uns, ne? Die gute alte Mars-Patrouille in der Quelle-Edition. Oh Gott, ja. Das ist hier Spectral Video. Das ist sozusagen das Original. Gangster Alley. Genau. Auch so, wenn man so will, so ein Lightgun-Verschnitt-Shooter. Eben nur ohne Lightgun. Da ist die Sesamstraßen-Edition. Ja. Big Bird, Eggcatch, auch eher, ja. Sprintmaster kann ich euch mal zeigen, es ist gar nicht so schlecht geworden. Midnight Magic, auch ein bekannter Flipper, ob man den jetzt unbedingt auf dem Atari 2600 spielen muss, kann man mal diskutieren. Da ist auch nochmal Othello, ich habe gerade die Picture-Version gesehen, das ist jetzt wieder die Text-Version. Skydiver ist ein, naja, ist eher so lala mit einem Fallschirm runter. Donkey Kong Jr., ja, ist nicht die stärkste Version auf dem Atari 2600. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Also, so, gucken wir uns mal Kiste 3 noch an. Mal gucken, was uns da alles erwartet. Ach, da kommen noch viele schöne Sachen. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Wenn ich mir vorstelle, was da alles noch zu finden ist. Aber Zug um Zug seht ihr alles. Und das, was wir noch nicht gemacht haben auf YouTube, das machen wir da. Da ist Battlezone. Das ist richtig geil geworden für Atari 2600. Das ist definitiv ein absoluter Top-Titel. Ist auch eine absolute Top-Version. Pac-Man Junior ist, ja, würde ich sagen, mit Miss Pac-Man sicherlich das beste Pac-Man auf dem Atari 2600. Das ist richtig gut. Da ist Real Sports Tennis. Das werden wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist zweckmäßig, aber so wirklich gute Tennis-Games auf dem Atari 2600. Moon Patrol auf dem Atari 2600 ist nicht die stärkste Version, aber es ist immerhin Moon Patrol. Und Moon Patrol ist ein definitiv Arcade-Klassiker. Da ist Real Sports Soccer. Das kennen sicherlich auch eine Menge Leute. Ich glaube, die Real Sports-Serie müsste, glaube ich, auch komplett haben. Xenophobe. Da habe ich mir überrascht, dass es das tatsächlich noch auf dem Atari 2600 gab. Auf dem 7.8er, super geil. Hier ein bisschen einfach gehalten. Golf funktioniert, ist aber jetzt auch nicht natürlich ein Game, wo man sagt, dafür muss man alles haben. Backgammon ist auch so ein Game. Das weiß ich nicht, ob ich das auf dem Atari 2600 spielen muss. Ich denke eher nein. Aber was willst du machen? Berserk hingegen ist großartig. Eins der besten Games, die es auf der Kiste gab. Off a Wall ist auch so ein Breakout-Verschnitt. Ist ganz, ganz putzig.
ist ein bisschen anders, aber geht so auf die Breakout. Da ist Jazz Revenge jetzt mal mit Picture Label. Ist und bleibt ein Klassiker. Ein richtig guter Titel. Phoenix ist auch ein unglaublich guter Smap fürs 2-6er. Da macht man auch nichts falsch. Brain Games, ja, das zeige ich euch doch mal gerne. Das ist auch sowas, wo man denkt, ja, das ist so. Haunted House, finde ich, ist sensationell. Ich glaube, das erste Survival Horror, glaube ich, wenn man so will. Also, richtig gutes Game. Superman, ja, ist auch so ein Guilty Pleasure. Ich finde es nicht so total scheiße, aber es ist auch irgendwie nicht gut. Demons to Diamonds finden Leute richtig, richtig klasse, aber ja, es ist eigentlich mehr so für Pedal gemacht und ohne Pedal finde ich es jetzt nicht so gut. 3D Tic-Tac-Toe, das gefällt wahrscheinlich nur Spock und sonst glaube ich niemanden. Da ist E.T., vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Es ist definitiv nicht das schlechteste Game aller Zeiten, nicht wirklich. Über die Vermarktung reden wir mal. Da ist Smurf, auch ein netter Plattformer. Nettes Jump'n'Run. Ich glaube, einmal habe ich das mit Blue Label, einmal mit Black Label. Genau, ganz wichtig da die Hinweise. Ganz toll zu achten. Sechsen ist nicht die beste Version. Auf dem 2-6er überhaupt nicht. Ist eher ganz, ganz schwach. Wizard of War hingegen ist richtig geil, das Game. Das ist richtig geil. Also da macht man richtig Spaß. Da ist das Black Label von Smurf. Deswegen, ich weiß auch nicht immer, welche Labels wann wie erschienen sind. Ich glaube, das ist immer so das, wann wie was rauskam und wann wie nichts rauskam. Und was willst du machen? Da ist Donkey Kong. Auch nicht die geilste Version auf dem 2-6er. Da spielt die Coleco oder die NES-Version definitiv. Aber immerhin kam es auf dem 2-6er auch raus. So, Ikari Warriors gibt es auf dem Markt nach 2600 auch und nein, es ist nicht die stärkste Version. Nicht wirklich. Video Checkers, ja, ihr könnt es euch vorstellen, auch nicht in Game fürs 2-6er, aber was willst du machen? So, ich bin euer Mr. Venom 1970. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Das, was wir noch nicht auf dem Kanal hatten, wird es ein Video zu geben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.